Das ist Danila Lesnikov, 20 Jahre alt. Und das ist Sofia Evstineva, 19. Seit sie sich erinnern können, regiert in Russland derselbe Mann, Wladimir Putin. Beide gehören der Generation Putin an. Und doch könnten ihre Ansichten über Putin nicht unterschiedlicher sein. Sofia ist Mitglied von SET, einer kremltreuen Jugendgruppe. Ein Sprungbrett für junge Künstler, Designer und Journalisten, solange sie Putin unterstützen. Sofia ist Journalistin. Sie schreibt seit fast einem Jahr für die Online-Seiten von SET, um Berufserfahrungen zu sammeln. Sofia freut sich auf Putins vierte Amtszeit. Für mich verkörpert Wladimir Putin die gesamte Regierung in Russland. Mein ganzes Leben lang hatte er das Sagen. Und seine Entscheidungen sind normalerweise auch sehr weise. Danila Lesnikov sieht das völlig anders. Danila ist Wirtschaftsstudent. Er kritisiert die Stagnation im Land und macht sich Sorgen darüber, wie Putin die demokratischen Freiheiten einschränkt. Seit 4 Jahren setzt er sich für die Opposition ein und ermutigt seine Freunde zum Protest. Er war noch ein Baby, als Putin an die Macht kam. Der Wandel sei überfällig. Wenn wir keinen Präsidenten wie Putin hätten, der Korruption fördert, der lügt und Gewalt einsetzt, dann wäre alles viel besser. Danilas Ansichten sind ungewöhnlich für die Putin-Generation. Bei den letzten Wahlen haben über 70% der Wähler unter 24 Jahren für Putin gestimmt. Aber Danila sagt, in seinem Bekanntenkreis sei fast niemand Putin-Fan. Ob man Putin unterstützt oder nicht, hängt im Grunde davon ab, ob man kritisch denken kann oder nicht. Es gibt objektiv keinen Grund, Putin zu unterstützen. Es sei denn, man wurde durch die russische Propaganda einer Gehirnwäsche unterzogen. Sofia hingegen glaubt, dass vielen in der Opposition einfach der Realitätssinn fehlt. Nur jemand wie Putin könne die Herausforderungen Russlands meistern. Stark, selbstbewusst, prinzipientreu. Das ist die Art von Führer, die ich sehen will. Wer weiß, vielleicht wird Putin sogar für eine weitere Amtszeit kandidieren. Aber ich würde bestimmt niemanden wollen, der schwächer ist als Wladimir Putin. Das, was mir Hoffnung auf Veränderung macht, ist meine Generation. Bei den Protesten der Opposition, zu denen wir gehen, sind viele Leute in meinem Alter. Sie sind energisch und frei und sie haben keine Angst, ihre Meinung zu äußern. Die Zukunft gehört uns und niemand lebt für immer. Doch noch ist es nicht so weit. Zumindest für die nächsten 6 Jahre wird wohl Wladimir Putin die politische Zukunft Russlands gestalten.